Herzlich willkommen zu einer gepflegten Runde Hardcore Team Deathmatch bei Call of Duty Modern Warfare Remastered und das auf der Map Crash. Eine Map, die ich einfach richtig geil finde und immer wieder gerne spiele. Wir gehen mit der XMLA auf jeden Fall an die Arbeit. Und eigentlich spawnen wir auch genau an der Stelle, wo ich sehr, sehr gerne spawne. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal richtig schön nach rechts wegdriften. Und hier legen wir mal eine Surprise Claymore hin. Für alle, die da letztendlich das Gebäude reinlaufen. Verbrennen sich da schon mal die Füße. So, hier packe ich auch mal gerne eine hin. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr auch andere Folgen gesehen habt. Und dann sind wir erstmal good to go. Hoffe ich zumindest. Da mal gucken meistens immer einer über den Zaun. Aber heute natürlich nicht. Okay. Dann schauen wir doch mal in die Ferne. Da ist auch nichts. Ist jetzt ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal Call of Duty gespielt habe. Und dann ist immer noch die Frage, wann lade ich diesen Part jetzt überhaupt hoch? Ich produziere ja immer so ein paar Stunden im Voraus. Und so eine Folge geht ja manchmal auch nur so 5 Minuten oder irgendwas. Manchmal auch 10, okay. Also kann es sein, dass dieser Part hier schon ein bisschen Staub hat. Aber ich hoffe, das wird trotzdem ein freshes Gameplay. Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Gegner gesehen. Und das ist natürlich nicht gut für einen Shooter, wenn man gar keine Gegner sieht. Komm, irgendjemand. Someone. Das war auch keiner. Ich bin schon so verzweifelt, ich schieße schon auf alles, was irgendwie ein Gegner sein könnte. Bei anderen scheint es auf jeden Fall schon mal besser zu laufen. Ich patrouilliere ja hier ganz gerne. Im Spot. Da oben ist auch keiner. Nichts. Ich sehe einfach mal niemanden. Okay, ich könnte natürlich rumlaufen. Absolut, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ach, komm schon. Ja, damit es nicht so langweilig wird, was kann ich euch erzählen? Ja. Call of Duty, zumindest zum Standpunkt jetzt, habe ich die Info bekommen, dass man das mittlerweile auch einzeln kaufen kann. Einzeln für, ich glaube, immer noch ganz gut Geld. Und den Map Pack muss man sich dann auf jeden Fall auch noch dazu kaufen. Ich selber habe mir das geholt in der Digital Deluxe Vorbesteller Edition auf der PS4. Das heißt, Infinite Warfare habe ich eigentlich auch noch auf der Platte. Ich habe da allerdings das Spiel mir eigentlich von vornherein geholt, um hier an Modern Warfare Remastered dran zu kommen und nicht an Infinite Warfare. Ich habe das zwar auch ein, zweimal gespielt, ich glaube, als ich dann den Beta-Zugang hatte, hätten sich bestimmt einige gefreut, dass sie den Beta-Zugang gehabt haben. Ich hatte den halt, in dem Moment war halt auch Bonus halt durch diese Vorbesteller-Geschichte. Au. Und naja, ich habe dann die Beta gespielt und da hatte ich echt eine ganz gute Runde. Das war auch gar nicht so schlecht. Aber insgesamt habe ich das Spiel, glaube ich, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde gespielt. Vielleicht eine halbe Stunde. Da war einer. Ey Jungs, ich habe noch, es sind jetzt 4-5 Minuten, aber ich habe noch keinen einzigen Gegner gesehen. Da muss ich ja selbst laufen. Oh, der ist down. Not good, jetzt werde ich sterben. Nein. Auf jeden Fall, Infinite Warfare, weiß ich nicht, vielleicht feiert ihr das Spiel auch, aber für mich war das jetzt gar nichts. Ich bin ja mehr so ein Kotthase, der hier im Prinzip so dieses Klassische irgendwie dann spielt. Das mit, wo man Roboter spielt und Wände hochlaufen kann und sowas, das reizt mich jetzt komplett gar nicht. Von daher waren es für mich, yay, wir haben den ersten Kill. Deswegen war das für mich jetzt auch im Prinzip gar keine schwere Entscheidung, das Spiel dann auch beiseite zu legen. Insgesamt, wie gesagt, war das ein teurer Spaß. Ich glaube 90 € oder so habe ich sonst noch nie für ein Computerspiel ausgegeben. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es das auch einzeln zu kaufen. Also wer es immer noch nicht selber hat, dem kann ich das nur empfehlen. Absolut. Macht immer noch Spaß. Ich freue mich auch wieder schon auf das neue COD, World War II. Ich denke mal, das geht auf jeden Fall wieder in diese Richtung, wo die Shooter ja irgendwo herkommen, so World War II-Thema.
World at War war auch nicht schlecht. Wer das kennt von Gott. Nettoabschuss. Geil. Eine Clay hat auf jeden Fall schon mal gezündet. So, jetzt bin ich hier. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, jetzt gab es so viel gelabert, wie wir jetzt hier hingekommen sind. Wir sind dann nicht einmal gestorben, oder? Ah! Okay. Ja, ich hatte die Situation komplett unter. Hab dich. So, wir haben den Airstrike. Sehr schön. Wo knallen wir den mal hin? Ja, da. Wow, wow. Oh, shit. Mal gucken, ob ich einen Heli gekriegt hätte. Ah, einer, okay. Na gut. So, ist hier oben einer drin? Nope. Da war einer. Ich habe ihn genau gesehen. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal. Grenade. Ne, da ist er nicht. Ja, ansonsten, das, was ich auch noch habe, mich noch nicht rangetraut habe, ist Overwatch. Overwatch habe ich bei mir auch liegen. Das gab es bei, oder gibt es immer noch bei Amazon mittlerweile in der Origins Edition für, ich glaube, was habe ich bezahlt? 21 oder 22 Euro. Und das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und hier läuft es jetzt mittlerweile doch ganz gut. Ich glaube, ich bin schon mal relativ gut rumgekommen auf der Map. Also Overwatch, wie gesagt, ist ja auch bei vielen gefeiert. Ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht direkt vergleichbar mit Call of Duty. Aber ich habe schon mal so reingelinst und auch so ein paar Bots gespielt. Und, Bots. Aber das war schon mal nicht schlecht. Also man muss sich da ja natürlich erstmal mit vertraut machen. Mit diesen ganzen Features. Und ich habe überhaupt noch gar keinen Plan, welcher da der irgendwie der beste Held ist, wo man drauf abzielen muss. Aber es scheint mir schon viel Spaß zu machen. Ich muss mich da echt mal ranwagen. Boah, Triple. Oder? Was ist ein Double? Okay, komm, jetzt noch ein Heli. Das wäre jetzt ja also awesome. Komm. Ja. Okay, läuft. Ja, wenn ihr Overwatch kennt und spielt und liebt und was auch immer, einen guten Tipp habt für so einen Anfänger, für mich, wie ich und für mich, dann lasst mich das gerne mal wissen. Vielleicht sagt ihr aber auch, oh, es gibt schon so viele Overwatch Let's Plays oder lohnt sich gar nicht Overwatch als Let's Play, das kann man höchstens immer so im Stream spielen, das spielen ja auch viele Leute in der Tat dann auf Twitch oder so. Aber naja, ich werde mich da mal anwagen. Oh, scheiße. Muss ich mich so ein bisschen konzentrieren. Ich habe das Gefühl, als wenn hier alles um mich herum voller Gegner ist. Und nix. Wir hatten, by the way, ein nettes Rotpunktvisier. Lila Kreispunktvisier. Das war nicht gut geaimt. So. Da ist einer. Oder der ist down gegangen. Oh. Ich habe mir momentan, um das noch mal eben anzubringen, momentan so viele Spiele gekauft. Ich habe da so, wenn ich jetzt wirklich alle Let's Playe, was ich ja irgendwie auch vorhabe, oder sie zumindest spielen, oh, Alter, dann komme ich hier gar nicht mehr vom PC weg und vom Rendern. Ah, nein, 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 nein. Oh, da muss ich auf jeden Fall in der nächsten Folge noch was zu sagen. Oh, das Spiel ist zu Ende, wunderbar. Ja, ich hoffe, das war für euch trotz allem ein bisschen interessant. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Stat-Geschichte gemacht und ich konnte ein bisschen viel labern. War immer eine etwas andere Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 16:1. Ciao.